Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, ist seit vielen, vielen Jahren einer der erfolgreichsten Künstler auf unseren Kabarettbühnen, hatte die extrem erfolgreiche Fernsehserie Familie Heinz Becker. Heute Abend wieder mal bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Gerd Dudenhöfer. Wie läuft die Tournee? Sehr gut. Premiere war in München? In München. Ja, ein heißes Pflaster eigentlich für eine Kabarettpremiere, oder? Ja, ja, aber das Lustspielhaus in München ist schon ein eingeführtes Haus und da ist eine Premiere sehr gut. Lief auch alles ganz toll und hatte da das Trauma meines Lebens. Nämlich? Die Presse hat ja gut reagiert, wie man gehört hat. Ja, und toll. Ja. Und am letzten Abend hatte ich einen Texthänger, den ich ja übrigens erfunden habe. Ich warte ja jeden Abend drauf, wann ist es soweit? Wirklich? Man sagt ja auch so, der Hänger ist der Bruder der Gestaltung. Ja? Also so in, als da bin Theater ich ein großer Gestalter. Ja. Also ich hatte einen Texthänger, gehe hinter die Bühne und habe meinen eigenen Text nicht mehr erkannt. Also ich hatte sinngemäß, ich hatte zwar da gelesen, naja, sage ich das und das und wusste nicht, wie es weitergeht, habe mich rumgedreht, bin in die Garderobe und habe gesagt, schick die Leute nach Hause. Das soll aber die Leute ermutigen, in mein Programm zu kommen, um 9 sind sie wieder zu Hause. Da habt ihr wirklich die Vorstellung abgebrochen? Abgebrochen. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wie es weitergeht. Das ist mir noch nie passiert, in 30 Jahren. Wie, du hast den Text gesehen, den du selber geschrieben hast? Ja. Und hast ihn nicht mehr erkannt? Nein, ich hatte keinen Anschluss mehr. Ich hatte ein totales Blackout. Ich hätte rausgehen können und den nächsten Satz sagen, ich wäre wieder zurückgegangen und das hält ja auf. Es gibt aber viele Kollegen, die auf diese Weise recht erfolgreich sind. Ja, klar. Ja gut, wenn die Pause am längsten ist, okay. Ja, ja und wer ging dann raus von Vorhang und hat es dem Publikum gesagt? Der Tontechniker sagte, mir ging es nicht ganz gut. Das hat auch jeder sofort geglaubt. Echt? Ja. Ja und wie war denn die Reaktion so? Oh. Nee, so. Es war verhaltener Applaus, als so Verständnis und Mitleid. Ja. Es könnte ja sein, dass ich am nächsten Tag tot bin. Ja. Und der nächste Tag war Gott sei Dank frei. Aha. Aber dann der darauffolgende Tag war sehr anstrengend. Weil ich dachte, wenn das wieder passiert, ist aber nicht. Das heißt, man denkt dann immer sozusagen auf die Stelle zu, jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich vorgestern abbrechen muss. Ich hatte keine Ahnung, welche Stelle es war. Aha. Es war auch keine komplizierte Stelle. Ja. Das war manchmal weiß man nicht, heißt jetzt und oder aber und hängt sich daran auf, anstatt irgendwas zu sagen, dennoch und macht weiter, aber es war so. War das vor oder nach der Pause, dass abgebrochen werden musste? Es war eine Viertelstunde vor Schluss. Ach so, also es muss auch kein Geld mehr zurückgezahlt werden. Insofern großes Glück fürs Publikum. Ja, klar. Ja, und wenn nach der Pause nur ein Satz gesagt wird, gilt ja die Vorstellung als gespielt. Und dann ist die Karte abgegolten. Das merke ich mir. Ne? Du, hast du nicht gewusst? Ja. Ich kenne es von den Freilichtbühnen. Es sieht aus, oh, es regnet. Schnell los raus. Oh, schade, wir müssen aufhören. Aber nochmal angefangen nach der Pause. Kein Geld zurück. Das werde ich versuchen morgen. Morgen bin ich in Gelsenkirchen. Ich gehe nach der Pause raus. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es weitergeht. Ist ja der erste Satz. Ach so, das ist der erste Satz. Nein, das mache ich dann ab morgen. Aha. Das ist aber ein Soloprogramm, oder du hast nicht die Familie mit auf Tournee? Nein, also, die Familie Heinz-Becker als solche gibt es ja nicht mehr im Fernsehen. Ja. Ich mache das jetzt solo, habe sie auch mehr ins Kabarett und in die Satire verlagert. Ja. Was heißt das, schärfer vom Inhalt? Ja, es sind so Themen drin wie Todesstrafe, es sind Sachen drin, Ausländer, das ist ja nun immer eigentlich irgendwie Homosexualität, Nationalsozialismus. Gehört ja auch alles zusammen eigentlich. Weltreligion, ja. Ja, klar, natürlich. Ich habe jetzt auch drin zum Beispiel Sex im Alter. Oh! Ist der einzige autobiografische Block im Programm. Ist das ein großer Teil des Programms oder wie? Ja, der Heinz ist auf einer Kommunionsfeier, heißt Kommunionfeier. Ja. Und er geht in den Nebenraum, trifft da das Publikum und fragt, sind Sie auch eine Kommuniongesellschaft? Ach so. Und dann erzählt er, dass er auf einer Kommuniongesellschaft ist und was da für Leute sind und kommt natürlich bei Kommunion auf Religion, Weltreligion, Islamismus und ähnliche Themen. Ja. Und wie reagiert das Publikum, wenn du sagst, es ist jetzt kabarettistischer, als man es eigentlich aus dem Fernsehen kennt? Teils. Einige merken schon, dass ich seit einigen Programmen die Schraube etwas anziehe. Andere sind halt immer noch bei diesem sofa-tauglichen Familie Heinz-Becker-Heinz. Ja? Die müssen halt das lernen und wenn sie auf dieses dünne Eis gehen und es nicht merken, brechen sie ein. Aber damit muss ich rechnen, wenn ich sowas mache. Aber ich meine, die Tournee läuft ja bombig und ist alles ausverkauft. Fährst du mit dem Auto? Oder mit dem Auto? Ja. Ich komme aus Berlin. Nee, ich sitze nebendran. Ja. Und, In Berlin hat mich etwas überrascht. Ich bin da durch die Stadt. Ja. Und um das Breitenburger Tor ist ja auf der Straße schon die Markierung, wo die Mauer hinkommt. Wirklich? Ja. Ist schon da. Wann geht's denn los? Ich habe einige Steine gesehen. Und
Und es werden so kleine Eimerchen Mörtel verkauft. Wirklich? Ja. Also vorher waren es Pickel, jetzt werden so Schippchen verkauft. Ja, ja. Ja gut, ich meine, es ist ja nicht bös gemeint, ne? Aber es ist ja auch irgendwie der Aufschwung und so weiter. Ja. Zieht man das halt auch mal wieder hoch, also zumindest in Teilen oder wie, also wenn das demokratisch legitimiert ist. Hast du so einen Ritus, wenn du auf Tournee bist, wann du in die Stadt kommst, was im Hotel als erstes gemacht, du wirst es sicher auch mit Salto vorwärts und rückwärts an der Porte begrüßt im Hotel. Herr Dudenhöfer, wieder mal bei uns, ganz kurzes Foto, wenn Sie mal hier eintragen. Ja gut, das kennt man etwa, aber ich bin in aller Regel um 16:30 im Theater, 17:00 ist Probe, 18:00 esse ich, 19:30 ziehe ich mich um, 19:45 kriege ich das Mikrofon, 20:00 gehe ich raus, um 21:00 bin ich fertig. Ja. Und dann so durch die Städte bummeln, sich mal die Fußgängerzone angucken. Ich bin neulich in Bamberg. Schöne Stadt. Bamberg, ja. Ja. Weil es war schönes Wetter. Und dann habe ich gesagt, ich mache mal einen Stadtbummel, kam zurück und hatte Blasen an den Füßen. Weil ich laufe zu wenig. Du siehst nichts von den Städten? Nein. Man will auch ehrlich gesagt nichts sehen auf der Nähe, oder? Ich bin so jemand. Also ich kann im Hotelzimmer sitzen wie ein Löwe im Käfig. Und bis das Gitter hochgeht, dann gehe ich raus, mache meine Arbeit. Aber ich bin niemand, der sich jetzt in der Stadt erkundet. Ja. In Bamberg habe ich auch mal eine Komödientournee, letzte Vorstellung, da brauchten wir dann im Bahnhofsrestaurant 9 Einzeltische, weil es ein bisschen Spannung in der Truppe gab, nach Ende der Tournee. Sonntagmittag 9 Einzeltische Bahnhofsrestaurant Bamberg, wirklich. Ja, sowas kommt vor, das Problem habe ich nicht. Nee, aber du hast dann, wer fährt dich, dein Techniker oder der Agent? Der oder? Tourleiter. Ja. Ja. Und das ist, der schweigt auch mal, so 4 Stunden oder wie, wenn du keine Lust hast, im Auto. Das gewöhnt man sich an. Also, dass man das Schweigen thematisiert man irgendwann, muss man ja auch. Ich meine, wenn man jeden Tag nebeneinander sitzt, so Fahrten hat wie Berlin, Mainz, das sind ja einige Stunden. Aber wenn man unterwegs ist, kann man ja auch mal tanken. Ich muss mal eben tanken. Dann bleibst du sitzen, stumm, und er geht raus und tankt? Ja. Ja. Was soll ich machen? Ja, nee, du könntest ja aussteigen und selber tanken, also um Abwechslung reinzubringen in so einen Touralltag, oder? Ja, dann geht's aber los. Könnte ich hier mal ein Autogramm haben? Ich bin doch der Pförtner von dem Hotel, wissen Sie. Jetzt hast du, weil du ja sehr vielseitig bist, ein Hörbuch rausgebracht und ein Buch. Das Buch heißt Die Reise nach Talibu. Ja. Ja. Ist man da sehr falsch gewickelt, wenn Talibu zunächst mal wie der Zweitwohnsitz von Goldschalk klingt? Also Malibu oder? Ja, das Wort habe ich ja erfunden. Das gibt's nicht, Talibu. Es gibt's wohl im Verlagswesen, Taschenliederbuch, das wusste ich aber nicht, aber es hat damit nichts zu tun. Das Talibu ist das Taschenliederbuch? Taschenliederbuch in den Verlagen, aber mit den Verlagen habe ich ja nichts zu tun. Die wollten das Buch ja nicht haben, habe ich selbst gemacht. Was heißt das? Edition Gerd Dudenhöfer, Selbstdruck? Da, wo normal der Verlag steht, Edition Gerd Dudenhöfer. Die Verlage, als mein Manager anrief und sagt, Gerd Dudenhöfer hat ein Buch geschrieben, oh, das ist bestimmt sehr komisch. Nein, ist es nicht. Nicht. Dann schicken sie uns doch mal vorbei und so, am nächsten Tag war es auch wieder da. Das ist eine Erzählung? Ja. Ja. Man sagt ja, ab 150 Seiten ist es ein Roman und drunter ist es eine Erzählung. Also ich habe halt klein angefangen, aber ich bin ja auch im Neuen schon fertig. Aber, ja. Und in welcher Auflage hast du das drucken lassen? Wir haben 2000 im Keller. Wir helfen immer bei Hochwasser aus. Statt Sandsäcken. Deswegen sind wir auch gerne gesehen da. Ja? Ja. Also das heißt, kann man das zum Beispiel nach deiner Vorstellung kaufen? Nein, also es gibt keinen Verkaufstisch, weil ich die Leute nicht darauf hinlenken will, es hätte etwas mit Heinz Becker zu tun. Also es stehen zwei Aufsteller, wo draufsteht, um was es geht, in den Proben. Dass es eine Erzählung ist und dann kann man es kaufen und darum geht es auch nicht, sondern ich habe dieses Projekt, habe ich mir geleistet, ich habe es gemacht und nun ist es da und im Nachklang das Hörbuch. Titelblatt ist von dir, die Zeichnung? Neben meiner Tochter. Die hat in Amerika, deswegen heißt ja Titelgestaltung Tina Dudenhöfer Miami. Ja, das habe ich mich gewundert. Wer hat das schon? Weil das Buch ist nichts, aber... Ja, ja. Und Miami. Und das hast du bezahlt, den Miami-Aufenthalt, oder ist das schon ein eigenes? Nein, sie lebt da. Sie lebt da? Ja, ja. Also, die Reise nach Talibu, wo warst du gestern? Das weißt du nicht mehr, wo du gespielt hast. Gestern war ich noch in Berlin. In Berlin. Und morgen? Und bin dann angereist in Mainz und jetzt heute bin ich hier in einer Stadt, die... Köln? Nicht, oh ja. Und morgen bist du in? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Ja. So weit hat man die Tournee im Kopf. Weiter weiß ich nicht. Ich weiß, dass noch was kommt. Frankfurt höchst. Und es geht ja bis Dezember 2008. Dezember 2008? Ja. Das sind ja noch ein, dreiviertel Jahre. Das sind zwei ganze Sets Weihnachtskugeln. Ja. Es ist lang. Ja, gut. Aber man muss ein Kabarettprogramm, kann man am Fernsehen so nicht verkaufen. Da ist die Zeit dann zu knapp. Und ich muss raus vom Publikum, um zu wissen, wie kommt das an, um dementsprechend zu reagieren. Toll. Also, ich freue mich sehr, dass man wieder hier war. Ich drücke dir den Daumen, dass das der einzige Hänger war oder Blackout dieser Art, wo man sagt, man erkennt nicht mehr den eigenen Text. Und ich schreibe es mir auf. Das nächste Mal werde ich es vorlesen. Ja? Wo?
Wäre eigentlich eine schöne Anekdote. Stell dir vor, in Gelsenkirchen, wir haben noch drüber geredet. Ich habe gar nichts mehr gewusst. Die Leute waren um 7 zu Hause. Das wäre eigentlich auch ein schönes Slogan für das Programm. Früher sind sie nirgends zu Hause. Ja. Ja. Eine Amberger Tüte. Alles Gute. Danke. Toi, toi, toi. Und falls Sie das Buch noch suchen, es sind noch einige Exemplare da. Die Reise nach Talibu von Gerd Dudenhöfer. Gerd Dudenhöfer.